Mitunter wünschte ich, dass mir mein Ruhm nicht ins ganze Land vorausgeeilt wäre. Sehen Sie sich das an. Ich versinke in Briefen. Jedermann belästigt mich mit seinen kleinlichen Problemen, weil er glaubt, dass ein großer Fall für Sherlock Holmes dahinter steckt. Wenn Sie Ihre Post täglich bearbeiten würden, wäre der Stapel kleiner, Holmes. Soll ich mich auch noch täglich mit diesen Nichtigkeiten auseinandersetzen? Wie Sie meinen. Mir ist es ganz recht so, Holmes. Immerhin versetzt mich dieser Briefstapel in die glückliche Lage, die Times endlich vor Ihnen studieren zu können. Oh, was haben wir denn hier? Ich fürchte, ich muss Ihnen Ihre Freude rauben, Watson. Wie es aussieht, hat sich nämlich auch ein Brief für Sie in diesen Stapel verirrt. Ein Brief für mich? Ja, ganz eindeutig. An Dr. John H. Watson, das sind Sie doch. Ja, zeigen Sie doch mal her. Bitteschön. Moment. Von wem kann denn der sein? Naja, zur Klärung dieser Frage verhilft meist eine Öffnung des Kuverts, mein lieber Watson. Ohne Zweifel. Danke, Holmes. Was würde ich nur ohne Sie machen? So. Robert Ferguson! Guter Gott, ist das lange her. Aus Ihren Worten schließe ich, dass Sie den Schreiber des Briefes kennen. Aber ja, Ferguson und ich haben früher zusammen Rugby gespielt. Big Bob Fergie haben wir ihn genannt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Sie haben Rugby gespielt, Watson? Natürlich. Ich war Three Quarter in Richmond. Und kein Schlechter, wie ich in aller Bescheidenheit hinzufügen möchte. Watson, Watson, Ihre Vergangenheit birgt Geheimnisse, denen ich eines Tages auf den Grund gehen muss. Aber jetzt sagen Sie mal, was möchte denn Mr. Ferguson von Ihnen? Nun, Moment, also, wenn ich es richtig sehe, möchte er, dass ich für ihn eine Empfehlung ausspreche. Und zwar bei Ihnen, Holmes. Oh, bloß das nicht. Also hier steht, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du bei Mr. Sherlock Holmes ein gutes Wort für mich einlegen würdest. Ein enger Freund hat mich um Hilfe bei der Lösung eines sehr delikaten Problems gebeten, das zu ungewöhnlich und zu sensibel ist, um sich damit an die üblichen öffentlichen Stellen zu wenden. Ich werde am Donnerstag aus geschäftlichen Gründen in London sein und euch aufsuchen, Robert. Ja, mein Gott, das ist ja schon heute. Bei Ihrem Freund Mr. Ferguson handelt es sich nicht zufällig um Mr. Robert Ferguson vom Handelshaus Ferguson and Muirhead aus der Mincing Lane in Lamberley? Tja, das ist genau die Adresse, die hier im Brief steht. Holmes, woher wissen Sie denn das nun schon wieder? Weil sich unter meinen Briefen ebenfalls ein Empfehlungsschreiben für Mr. Ferguson befindet, von der Kanzlei Morrison and Dodd in Lamberley. Morrison and Dodd? Tja, das sagt mir nichts. Also ich habe mit den Herren im Fall der Riesenratte von Sumatra Bekanntschaft geschlossen. Der Riesenratte von Sumatra? Naja, damals kannten wir uns noch nicht. Erzählen Sie schon, Holmes. Ja, später, Watson, später, später. Noch ist die Welt nicht reif genug für diese Geschichte. Also bleiben wir bei Ihrem Mr. Ferguson. Ich habe dieses Empfehlungsschreiben von Morrison and Dodd für einen Scherz gehalten. Aber wie es aussieht, hat Mr. Ferguson in der Tat ein ernstes Anliegen, wenn er sich die Mühe macht, sich gleich von zwei Seiten empfehlen zu lassen. Es passt zu ihm, dass er sich so für einen Freund einsetzt. Er war schon immer ein sehr gutmütiger Kerl. Stark und aufbrausend wie ein Bulle, aber ein Herz wie ein Lamm. Und die Fantasie eines Kindes, wie mir scheint. Wie kommen Sie denn darauf? Durch das Schreiben von Morrison and Dodd. Also, hören Sie, Watson. Betrifft Vampire. Wie bitte? Vampire? Vampire, Watson. Also, hören Sie. Sehr geehrter Mr. Holmes, unser Mandant Mr. Robert Ferguson von Ferguson and Muirhead, Handelshaus Mincing Lane, hat sich an uns bezüglich einer Auskunft über Vampire gewandt. Wir sind der Auffassung, dass diese Frage nicht in unser Fach fällt und haben Mr. Ferguson deshalb an Sie verwiesen, da uns Ihre weitreichenden Spezialkenntnisse aus der zurückliegenden Zusammenarbeit wohl bekannt sind. Wir hoffen, dass Sie so freundlich sein werden, Mr. Ferguson zu beraten. Hochachtungsvoll, Morrison and Dodd. Sagen Sie mal, Watson, hat sich Ihr Freund schon immer für solch kuriose Dinge wie Vampire interessiert, Watson? Tja, nicht im Geringsten. Robert war immer ein sehr bodenständiger Mann. Ich kann mir das nicht erklären. Aber ich bin mir sicher, dass es für sein Interesse einen vernünftigen Grund geben muss. Hm,
Na gut, Watson. Wenn wir Ihrem Freund nicht unterstellen wollen, dass er dem Wahnsinn anheimgefallen ist, dann sollten wir uns auf sein Kommen vorbereiten und unser Wissen über Vampire ein wenig auffrischen, finden Sie nicht? Tja. Also, wären Sie so freundlich und würden im Indexband V nachschlagen, Watson? Ja, Indexband V, natürlich. Selbstverständlich. Ach, Moment. Ja, hier. Haben wir es ja schon. Moment. Vampirismus. In Ungarn und Transsilvanien verbreiteter Volksglauben, nachdem Tote nachts das Grab verlassen, um Lebenden das Blut auszusaugen. Die Gebissenen verwandeln sich ihrerseits wieder in Vampire. Die Aktivität der Vampire ist auf die Nacht beschränkt, da sie bei Kontakt mit Tageslicht zu Asche zerfallen. Einziges Mittel, Vampire zu töten, ist der Legende nach ein Pfahl, der ihnen durchs Herz gestoßen wird. Wie unappetitlich. Extrem. Ja, und schauen Sie mal, sehen Sie sich diese Darstellung hier an. Ja, eine wenig einnehmende Gestalt. Kann man wohl sagen. Jemanden mit diesen spitzen Zähnen und stechenden Augen möchte man in der Tat nicht unbedingt über den Weg laufen. Ach, Holmes, als ob Sie ernsthaft damit rechnen würden. Das sind doch alles nur Schauermärchen. Oder... Tja, Watson, wer weiß. Auf jeden Fall bezweifle ich, dass Ihr Freund in der Lage sein wird, mein Interesse für wandelnde Leichen zu wecken. Die Welt der Lebenden ist schon kompliziert genug, da muss ich mich nicht noch mit Geistern beschäftigen. Außerdem beschleicht mich der Verdacht, dass die Anfrage Ihres Freundes weniger in mein Metier fällt als in das eines Irrenarztes. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Ich fürchte, dass wir Ihren Mr. Ferguson nicht wirklich als ernsthaften Klienten in Betracht ziehen können, wenn sich seine Gedanken um einen solchen Unsinn drehen. Trotzdem sollten Sie ihn erst mal anhören, Holmes. Ah ja. Wir werden sehen, Watson. Sicherlich konnte mein Freund Sherlock Holmes viele positive Eigenschaften sein eigen nennen. Wenn man ihm allerdings einen Fall aufdrängte und noch dazu einen Fall, der ihn nicht im geringsten reizte, konnte er ziemlich unangenehm und mürrisch werden. In dieser Angelegenheit musste ich es jedoch darauf ankommen lassen, da es ein guter Freund aus alten Tagen war, der mich um eine Hilfe gebeten hatte. Natürlich gebe ich zu, dass es auch mir merkwürdig vorkam, dass Robert Ferguson sich bei uns ausgerechnet über Vampire informieren wollte. Und natürlich wäre auch mir ein handfester Kriminalfall lieber gewesen als eine Erörterung von Sagengestalten und Schauermärchen. Aber ich gehöre nun einmal einer altmodischen und wohl aussterbenden Spezies an, die keinem Freund die Hilfe versagt, wenn er darum bittet. Den restlichen Vormittag verbrachte ich deshalb damit, Überzeugungsarbeit zu leisten. Harte Arbeit, wie ich betonen möchte. Aber schließlich hatte ich Holmes so weit, dass er sich bereit erklärte, Big Bob Fergie zu empfangen und sich seine Geschichte anzuhören. John Watson, altes Haus. Wie schön, dich wiederzusehen. Big Bob Fergie, mein Gott, hast du dich verändert? Na, du siehst aber auch nicht mehr ganz so aus wie damals, als ich dich im Old Deer Park über die Absperrung ins Publikum geworfen habe. Ach was, nur ein paar Pfunde mehr hier und da. Ja, mein Lieber, wir werden alle nicht jünger. Was für eine fürchterliche Vorstellung, wenn es so wäre. Robert? Ich darf dir meinen Freund Mr. Sherlock Holmes vorstellen. Es ist mir eine große Ehre, Mr. Holmes. Ich freue mich, dass Sie so freundlich sind, mich zu empfangen. Ihr alter Rugby-Kollege Dr. Watson hat mir nicht wirklich eine Wahl gelassen, Mr. Ferguson. Holmes. Bitte sehr, Mr. Ferguson, nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Nun, Mr. Holmes, es geht nicht um mich, sondern um einen Freund, dessen Wohlergehen mir sehr am Herzen liegt. Ich verstehe. Wollen Sie so freundlich sein, mir zu verraten, in welchem Zusammenhang das Wohlergehen Ihres Freundes zu Vampiren steht? Woher wissen Sie... Ach, Morrison und Dot.
Ich habe schon ganz vergessen, dass ich die Herren gebeten hatte, Ihnen ein Empfehlungsschreiben für mich zukommen zu lassen. Entschuldigen Sie bitte meine Reaktion, Mr. Holmes, aber ich möchte unter allen Umständen vermeiden, dass etwas von dieser Geschichte an die Öffentlichkeit dringt. Bei Sherlock Holmes bist du in den besten Händen, Robert. Das versichere ich dir. Danke, John. Worum geht es denn nun, Mr. Ferguson? Es geht um eine wirklich außerordentlich ungewöhnliche und unangenehme Angelegenheit, Mr. Holmes. Der Freund, um den es hier geht und dessen Namen ich verständlicherweise nicht nennen möchte... Verständlicherweise. Dieser Freund hat vor ungefähr 5 Jahren geheiratet. Eine Peruanerin aus gutem Hause. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Kaufmann, den er während einer geschäftlichen Verbindung kennengelernt hatte. Die Dame ist wunderschön, gebildet, ihrem Mann treu ergeben. Kurz alles, was ein Ehemann sich nur wünschen kann. Natürlich gab es auch gewisse Umstände, die die Harmonie des Ehelebens ein wenig trübten, wie man es sich bei der Ehe mit einer Ausländerin wahrscheinlich vorstellen kann, die ein anderes Temperament und eine andere Religion hat, als es hierzulande üblich ist. Er hatte, wie er mir sagte, von Anfang an das Gefühl, dass es etwas in ihr gab, was er niemals würde ergründen oder verstehen können. Seien wir ehrlich, Robert, geht es nicht jedem Ehemann so? Wer kann die Frauen schon verstehen? Natürlich, John, aber hier war es doch noch irgendwie anders. Und mein Freund scheint mit seinem Gefühl leider Gottes Recht behalten zu haben. Aus Ihren Worten schließe ich, dass etwas vorgefallen ist. Ja, Mr. Holmes, und zwar etwas Fürchterliches. Die beiden haben seit etwa 1 Jahr ein gemeinsames Kind. Einen wunderschönen, gesunden Knaben. Aus erster Ehe hat mein Freund außerdem noch einen 15-jährigen Jungen, der nach einem Sturz in der Kindheit leider verkrüppelt ist, aber eine herzensgute Seele hat. Nun, vor einigen Wochen wurde die Ehefrau meines Freundes dabei ertappt, wie sie den Jungen fürchterlich prügelte. Etwas, das sie zuvor noch nie getan hatte. Naja, vielleicht hat er ja etwas ausgefressen. Kein Streich der Welt hätte solche Prügel gerechtfertigt, Mr. Holmes. Der Junge konnte hinterher kaum noch stehen. Außerdem sagte er seinem Vater, dass er keine Ahnung habe, warum seine Stiefmutter ihn so geprügelt hat. Und die Stiefmutter weigerte sich, selbst ihrem Ehemann gegenüber Gründe für diese Strafaktion zu nennen. Es ist doch ein bekanntes Phänomen, dass Stiefmütter nicht allzu freundlich mit ihren Stiefkindern umgehen. Insbesondere dann, wenn sie eigene Kinder haben. Hören Sie, mich würde vor allem interessieren, warum Sie diese Familientragödie dazu veranlasst, sich über Vampire zu erkundigen. Das will ich Ihnen sagen, Mr. Holmes. Wenige Tage nach der Prügel gestand auf einmal die Amme des Babys ihrem Herrn, dass sie gesehen hat, wie seine Ehefrau das eigene Kind in die Höhe hielt und blutsaugend an dessen Hals hing. Aber das sind doch Ammenmärchen, Robert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich ist mit der guten Amme einfach die Fantasie durchgegangen. Genau das dachte mein Freund auch, aber die Lage verschärfte sich immer weiter. Sein älterer Sohn wurde nun inzwischen fast täglich von der Frau verprügelt. Und als er sie vor 1 Woche deswegen endlich zur Rede stellen wollte, ertappte er sie im Kinderzimmer. Das Baby mit einer großen, blutenden Wunde am Hals, schreiend im Bett liegend und die Mutter an seiner Seite kniend mit blutverschmiertem Mund. Unglaublich. Das kann man wohl sagen. Welche Erklärung hatte die Mutter für diese Situation? Gar keine. Sie weigerte sich einfach dazu, auch nur die geringste Erklärung abzugeben. Mein Gott, und wie geht es dem Kind? Dem Kind geht es gut. Es scheint diese fürchterliche Angelegenheit besser zu verkraften, als wir es alle gedacht hatten. Aber der Kleine vermisst seine Mutter. Denn natürlich hat mein Freund seit diesem Zwischenfall jeden Umgang zwischen Mutter und Kind strengstens untersagt. Was für eine fürchterliche Situation. Du sagst es, John. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, Mr. Holmes, dass es meinem Freund unmöglich ist, mit dieser Geschichte zur Polizei zu gehen. Man würde seine Frau sofort verhaften. Er ist ein angesehener Kaufmann. Wenn etwas von dieser Sache an die Öffentlichkeit dringt, ist sein Ruf ruiniert. Außerdem liebt er seine Frau wohl noch immer, wie es scheint. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, sie zu heilen, so würde er sicherlich weder Kosten noch Mühen scheuen. Ich verstehe, Mr. Ferguson. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum Sie sich mit dieser Angelegenheit an mich wenden. Wäre es nicht naheliegender, einen Arzt für Geisteskrankheiten zu konsultieren? Das kann ich nur unterstreichen. Ich schaue mich gerne nach einem geeigneten Kollegen für deinen Freund um, Robert. Danke. Aber was ist, wenn Ihre Krankheit gar keine Geisteskrankheit ist?
Wie meinst du das? Mein Freund hat die Befürchtung, dass es sich um etwas anderes handeln könnte. Er hat da vor einiger Zeit etwas gelesen über Vampire. Und nun glaubt er, dass seine Frau, dass sie vielleicht ein Vampir sein könnte. Robert, ich bitte dich, Vampire? Das sind doch nur Legenden. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt, John. Aber er meint, dass jede Legende in ihrem Kern ein Stück Wahrheit beinhaltet. Was sagen Sie dazu, Mr. Holmes? Ich sage dazu, dass Ihr Freund mit dieser Feststellung sicherlich recht hat, Mr. Ferguson. Aber Holmes... Was nicht bedeutet, dass dieser wahre Kern der Vampirlegenden sich ausgerechnet in Sussex, England, materialisieren muss. Aber angenommen, es wäre so. Kennen Sie sich mit so etwas aus, Mr. Holmes? Mit Vampiren? Nun, ich denke, ich weiß alles, was man über Vampire wissen muss. Sie könnten also feststellen, ob jemand ein Vampir ist oder nicht? Ich denke schon. Und wissen Sie auch, wie man einem Vampir helfen kann? Gesetzt den Fall, dass es sich um einen Vampir handelt. Aber natürlich, indem man ihm einen Holzpflock durch das Herz treibt und ihn so seinem ewigen Richter übergibt. Nein, es muss doch auch eine andere Möglichkeit geben. Mr. Ferguson, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht ehrlich zu mir sind. Was soll denn das, Holmes? Ihr Freund weiß genau, was ich meine, Watson. Es ist schon sehr bemerkenswert, Mr. Ferguson, dass Sie in einer Angelegenheit, die Ihnen augenscheinlich so wichtig ist, jemanden konsultieren, den Sie für so einfältig halten. Aber Mr. Holmes, ich halte Sie für alles andere als einfältig. Sie wurden mir als genialer Kopf empfohlen. Und warum tischen Sie mir dann diese Geschichte von der Frau Ihres Freundes auf, obwohl es sich dabei doch höchst offensichtlich um Ihre eigene Ehegattin handelt? Holmes! Robert, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Entschuldigen Sie, Mr. Holmes. Mein Gott, es ist so fürchterlich. Ich verstehe es einfach nicht. Wir waren doch so glücklich miteinander und als dann auch noch das Baby geboren wurde, schien es, als könnte nichts auf der Welt unser Glück zerstören. Und jetzt? Gebe Gott, dass noch nichts davon nach außen gedrungen ist. Das würde meinen Ruf als Geschäftsmann ruinieren. Ich verstehe Ihre Lage durchaus, Mr. Ferguson. Trotzdem ist es notwendig, dass Sie mir gegenüber absolut ehrlich sind, wenn ich Ihnen helfen soll. Alles andere war die absolute Wahrheit, Mr. Holmes. Nichts als die traurige Wahrheit. Holmes, ich beschwöre Sie, wir müssen ihm helfen. Ja, natürlich, Watson. Allerdings werde ich zur weiteren Aufklärung dieser Angelegenheit wohl die beteiligten Personen selbst in Augenschein nehmen müssen. Ich würde mich glücklich schätzen, Sie in Lamberley als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Von mir aus können wir gleich fahren. Hast du nicht noch etwas Geschäftliches in London zu erledigen? Entschuldige, John. Auch das war eine Lüge. Ich war zwar einige Tage geschäftlich unterwegs, aber nach London bin ich nur gekommen, um Mr. Holmes zu konsultieren. Aber das wollte ich dir nicht schreiben, damit du nicht ahnst, wie dringlich diese Sache für mich ist. Ich hoffe, dass das Ihre letzte Lüge war, Mr. Ferguson. Ich verspreche es, Mr. Holmes. Wir machten uns sofort auf den Weg nach Lamberley. Es wunderte mich ein wenig, dass Holmes sich so schnell mit dieser Reise einverstanden erklärt hatte. Ich vermutete, dass irgendetwas in Roberts Erzählung sein Interesse geweckt hatte. Denn, dass es sich allein um ein freundliches Entgegenkommen mir und meinem alten Freund gegenüber handeln könnte, das hielt ich für ausgeschlossen. Dafür kannte ich Sherlock Holmes viel zu gut. Wahrscheinlich hatte er in all dem Gerede über Vampire doch so etwas wie einen Fall gewittert. Mich dagegen hatte Roberts Erzählung eher unsicher gemacht. Bisher war ich immer der festen Überzeugung gewesen, dass Vampire eindeutig dem Reich der Legende zuzuordnen sind. Was er jedoch von seiner Frau berichtete, ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Und auch wenn der Mediziner in mir der festen Überzeugung war, dass ihr Verhalten durch eine Geisteskrankheit hervorgerufen sein musste, fühlte ich mich doch ein wenig unbehaglich, als wir das Haus der Fergusons betraten. Wieso ist denn die Tür nicht abgeschlossen? Betty? Bitte kommen Sie herein, meine Herren. Danke. Ist es bei Ihnen üblich, die Haustür abzuschließen, obwohl sich jemand im Haus befindet, Mr. Ferguson? Seit dieser unangenehmen Sache mit meiner Frau halte ich es für angebracht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Fremdes hier ins Haus kommt. Betty! Mr. Ferguson, Sie sind schon wieder zurück?
Wir hatten Sie nicht so bald zurück erwartet. Das merke ich, Mrs. Mason. Wieso ist die Haustür nicht abgeschlossen, wie ich es angeordnet hatte? Wo ist Betty? Ich weiß es nicht, Sir. Und warum sind Sie nicht beim Baby? Der Kleine schläft gerade und da dachte ich, ich könnte... Ich bezahle Sie nicht fürs Denken, sondern dafür, dass Sie tun, was ich Ihnen sage, Mrs. Mason. Und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie das Baby keine Sekunde aus den Augen lassen sollen. Sie wissen doch, warum. Ja, Sir. Also, sagen Sie Betty Bescheid, dass wir Besuch haben und gehen Sie zurück ins Kinderzimmer. Jawohl, Sir. Entschuldigen Sie bitte diesen Ausbruch. Meine Nerven liegen blank. Das ist doch allzu verständlich, Robert. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei Mrs. Mason um die Amme handelt, die Ihnen von der ersten ungewöhnlichen Begebenheit zwischen Ihrer Frau und dem Baby berichtet hat? So ist es. Ja, auf mich machte sie einen recht bodenständigen Eindruck. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie sich so eine grauenvolle Vampirgeschichte ausdenkt. Unterschätzen Sie nie die Fantasie einer Frau, Watson. Ich wünschte, es wäre nur die Fantasie einer Frau. Aber ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen, Mr. Holmes. Mein lieber Ferguson, was man sieht und was das, was man sieht, bedeutet, können zwei sehr verschiedene Dinge sein. Gebe Gott, dass Sie recht haben. Aber wir sollten uns nicht hier unterhalten. Ich möchte vermeiden, dass mein Sohn Jack und die Dienstboten etwas davon mitbekommen. Bisher weiß nämlich niemand außer Mrs. Mason etwas davon. Lassen Sie uns in den Salon gehen. Hallo, braver Hund. Komm her. Hast du gut auf alles aufgepasst, hm? Ein Hund? Robert, täusche ich mich? Du konntest doch früher Hunde nicht ausstehen. Tja, man ändert sich, John. Dolores hat ihn mit in die Ehe gebracht. Sie war ganz vernarrt in ihren Spaniel und ich bin mir sicher, sie hätte mich nicht geheiratet, wenn ich ihr den Hund verboten hätte. Und inzwischen haben wir uns alle an ihn gewöhnt. Sogar ich. Hat sich das Tier verletzt? Sie meinen, weil er so hinkt? Tja, wir wissen es nicht. Es fing vor einigen Wochen an, da konnte er seine Hinterbeine auf einmal nicht mehr bewegen. Der Arzt vermutet, dass es eine Rückenmarksentzündung ist. Er wollte ihn erschießen, aber Dolores hat für Carlo gekämpft wie eine Löwin. Und sie hat recht behalten, inzwischen geht es ihm schon wieder sehr viel besser. Interessant. Was ist denn daran so interessant, Holmes? Nichts, Watson, nichts. Ich habe da nur so eine Vermutung. Aus jetzt, Carlo. Sei brav und leg dich an den Kamin. Bitte sehr, machen Sie es sich bequem. Ich muss schon sagen, ein hübsches Häuschen hast du hier, Robert. Ja, ich darf in aller Bescheidenheit sagen, dass ich es zu etwas gebracht habe. Wer hätte damals von Big Bob Fergie gedacht, dass er einmal ein solider Geschäftsmann wird? Was, John? Also, jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Sind Sie Jäger, Mr. Ferguson? Jäger? Ach so, wegen der Waffen an der Wand. Nein, nein, die Waffen gehörten meinem Vater. Eine recht beachtliche Sammlung. Ja, in der Tat. Man hat mir schon einiges für diese Sammlung geboten. Aber das bringe ich nicht übers Herz. Du weißt doch, John, was für ein begeisterter Jäger mein Vater war. Oh ja, ich erinnere mich sogar noch an diese eine Fuchsjagd, an der wir beide teilnehmen durften. Und bei der es dann einem der Treiber an einer höchst unschicklichen Stelle getroffen hat. Mein Gott, das hatte ich schon fast vergessen. Ihr Vater hat auch mit Pfeil und Bogen gejagt, Mr. Ferguson? Mit Pfeil und Bogen? Ach, Sie meinen, nein, nein, das sind Erinnerungsstücke meiner Frau aus Peru. Dort drüben hängen noch ein paar andere südamerikanische Waffen. Ich bin mir sicher, dass meinem Vater die Ergänzung seiner Waffensammlung um diese außergewöhnlichen Stücke gefallen hätte. Was meinst du, John? Ich bin davon überzeugt. Ihre Frau interessiert sich für südamerikanische Waffen? Meine Frau nicht, aber ihr Vater hat sich dafür interessiert. Er ist vor ungefähr einem Jahr gestorben und hat uns diese Sachen vermacht. Der arme Kerl hat die Geburt seines Enkelsohns leider nicht mehr miterlebt. Ich vermute, dass Ihre Frau außer der Waffensammlung ihres Vaters auch ein beträchtliches Vermögen geerbt hat. Sie vermuten richtig, Mr. Holmes. Nur weiß ich nicht, was das mit dem merkwürdigen Verhalten meiner Frau zu tun haben soll. Ja, auch das scheinbar Unwichtige kann in so einem Fall von Bedeutung sein, Mr. Ferguson. Glauben Sie etwa, ich hätte meine Frau wegen ihres Geldes geheiratet? Sie tun ja gerade so, als wäre ich eines Verbrechens schuldig. Nichts und niemand auf dieser Welt ist unschuldig,
Mr. Ferguson. Mr. Holmes, ich muss doch sehr bitten. Robert, beruhige dich. Mein Freund Holmes meint das sicherlich in einem rein theoretischen Sinne. Nicht wahr, Holmes? Natürlich, Watson. In welchem Sinne hätte ich es denn sonst wohl meinen sollen? Na siehst du, Robert. Ich bitte um Entschuldigung, Mr. Holmes. Diese Angelegenheit macht mich fürchterlich nervös. Das ist mir nicht entgangen. Ja? Guten Tag, Mr. Ferguson. Mrs. Mason sagte mir, dass Sie wieder zurück sind. Das bin ich allerdings. Und ich bin äußerst ungehalten darüber, dass man in diesem Hause während meiner Abwesenheit nicht das tut, was ich angeordnet habe. Die Haustür war nicht verschlossen, Betty. Entschuldigen Sie, Sir. Ich muss es vergessen haben. Ich kann nur hoffen, dass Sie in Zukunft weniger vergesslich sein werden. Jawohl, Sir. Wie geht es meiner Frau? Nun ja, Sir. Nicht so gut, Sir. Was heißt das? Sie hat Fieber und sie will nichts essen. Ach, ich hätte diese Geschäftsreise absagen müssen. Haben Sie einen Arzt gerufen? Das wollte sie nicht, Mr. Ferguson. John, ob du wohl so freundlich wärst, einmal nach ihr zu sehen? Aber natürlich. Ich danke dir. Betty, führen Sie Dr. Watson bitte zu meiner Frau. Sehr wohl, Mr. Ferguson. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mr. Ferguson, würde auch ich Ihre Frau gerne einmal in Augenschein nehmen. Schließlich ist das ja der Grund, aus dem wir hier sind, nicht wahr? Sicher, Mr. Holmes. Ich hoffe nur, dass Ihr Urteil milde ausfällt. Die Wahrheit ist die Wahrheit, Mr. Ferguson. Ob milde oder nicht. Folgen Sie mir bitte. Kommst du nicht mit, Robert? Nein, sie will mich nicht mehr sehen, seit ich ihr den Kontakt zum Baby untersagt habe. Ich verstehe. Folgen Sie mir bitte. Das ist bestimmt eine fürchterliche Situation für Sie, Betty. Was meinen Sie, Sir? Nun ja, diese Sache mit Ihrer Herrin. Holmes, Robert sagte doch, die Dienstboten wissen nichts davon. Genau das möchte ich ja überprüfen, Watson. Was für eine Sache, Sir? Nun, diese Krankheit. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie Ihre Herren gerne pflegen. Mir macht das nichts aus. Schließlich habe ich damals auch Master Jack gepflegt nach seinem Sturz. Und seine arme, todkranke Mutter. Gott hab sie selig. Aber bei den beiden mussten Sie nicht um Ihr Leben fürchten, so wie jetzt, oder? Holmes! Wie kommen Sie darauf, dass ich mich fürchte, Sir? Das ist nicht schwer herauszufinden, Betty. Mrs. Mason hat es Ihnen erzählt, nicht wahr? Ja, was hätte sie auch anderes tun sollen? Schließlich geht es hier ja auch um unser Leben. Ich habe gleich gewusst, dass da nichts Gutes rauskommt, wenn der Herr eine Ausländerin heiratet. Aber dass es gleich so schlimm wird. Wie schlimm? Na, dass er uns einen Vampir ins Haus holt, der seinem eigenen Baby das Blut aussaugt. Und wer von uns der Nächste ist, weiß Gott allein. Hinter dieser Tür lauert der Teufel, das sage ich Ihnen. In diesem Fall lasse ich Ihnen den Vortritt, Watson. Danke, Holmes. Sehr freundlich. Mrs. Ferguson? Mrs. Ferguson, hier sind zwei Herren aus London, die Ihnen helfen wollen. Ich will keine Hilfe, ich will mein Baby. Ach, Mrs. Ferguson, Sie wissen doch, dass Ihr Mann es verboten hat. Mein Baby! Mrs. Ferguson, mein Name ist Dr. Watson, ich bin Arzt. Ihr Mann hat mich gebeten, nach Ihnen zu sehen. Es geht mir gut, ich brauche keinen Arzt. Na, danach sieht es aber gerade nicht aus. Gute Güte, Sie verglühen ja. Wie lange hat sie schon so hohes Fieber? Seit ein paar Tagen. Und Sie haben noch nichts unternommen? Ja, was soll ich denn machen? Sie lehnt ja jede Hilfe ab. Sie will keinen Arzt und sie will auch nichts essen oder trinken. Dann müssen Sie sie eben dazu zwingen. Oh, den Teufel werde ich tun. Glauben Sie, ich bin so wahnsinnig, ihr zu nahe zu kommen? Mein Baby, ich muss zu meinem Baby. Beruhigen Sie sich, Mrs. Ferguson. Sie müssen jetzt erst einmal wieder gesund werden. Mein Baby braucht mich. Mrs. Ferguson,
Können Sie mir sagen, warum Ihr Baby Sie so dringend braucht? Wo ist mein Mann? Er ist unten. Und er ist fürchterlich besorgt wegen dem, was passiert ist. Besorgt? Wie kann er nur so über mich denken? Er kann das alles einfach nicht verstehen, Mrs. Ferguson. Nein, verstehen kann er nicht. Aber er sollte vertrauen. Ich bin sicher, dass er Ihnen vertraut. Ihr Mann liebt Sie, Mrs. Ferguson. Er liebt mich, ja. Aber ich lieb ihn auch. Lieb ich ihn genug, um mich selbst zu opfern? Das würde Ihr Mann doch niemals von Ihnen verlangen. Aber ich muss es. Oh, dieser Teufel! Dieser schreckliche Teufel! Mein Kind, ich muss... Oh. Mrs. Ferguson! Mrs. Ferguson! Schnell, Betty! Machen Sie ein Tuch nass und geben Sie es mir. Jawohl. Mrs. Ferguson, hier. Wachen Sie auf! Wer sind Sie? Ich bin Dr. Watson und das ist Mr. Sherlock Holmes. Wir wollen Ihnen helfen. Niemand kann helfen. Es ist zu spät. Mrs. Ferguson. Gehen Sie. Lassen Sie mich allein. Also gut, Mrs. Ferguson. Betty, sorgen Sie dafür, dass Mrs. Ferguson etwas trinkt. Und dann bleiben Sie bitte hier und rufen Sie mich, falls sie wieder in Ohnmacht fallen sollte. Allein? Aber Herr Doktor... Seien Sie ganz beruhigt, Betty. Ich verspreche, dass Ihnen nichts passieren wird. Aber... Sie können jederzeit rufen. Wenn etwas ist, werden wir Ihnen sofort beistehen. Außerdem sehen Sie doch selbst, wie schwach Mrs. Ferguson ist. Wenn Sie es sagen... Kommen Sie, Watson. Sie muss wirklich unter fürchterlichen Wahnvorstellungen leiden, Holmes. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum man einen rechtschaffenen Menschen wie Robert Ferguson als Teufel beschimpfen sollte. Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihren Freund jahrelang nicht gesehen haben, Watson. Holmes, Sie glauben doch nicht etwa... Was ich glaube, ist völlig unerheblich, mein lieber Watson. Was ich weiß, ist entscheidend. Und? Was wissen Sie? Geduld, Watson. Geduld. Ich werde es Ihnen mitteilen, sobald ich alle Puzzleteile zusammen habe. Sehr freundlich, sehr freundlich. Denken Sie denn, dass Sie mir wenigstens Ihre Meinung über Mrs. Fergusons Zustand zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen könnten? Ihren Zustand? Fällt das nicht eher in Ihren Bereich, Watson? Sie wissen schon, was ich meine. Glauben Sie, dass Sie ein... Naja, halten Sie sie für ein Vampir? Watson, sind es nicht Ihre Worte, die ich noch im Ohr habe? Vampire, das sind doch nur Legenden, Robert. Ja, natürlich, natürlich. Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass es so etwas wie Vampire tatsächlich gibt. Aber andererseits... Andererseits? Andererseits, warum bekommt sie ausgerechnet jetzt so hohes Fieber, wo man das Blutsaugen bei ihrem Kind unterbindet? Finden Sie das nicht merkwürdig? Watson, hören Sie mal zu. Es soll Mütter geben, die mit so einer Hysterie auf die Trennung von ihren Kindern reagieren. Auch wenn sie nicht deren Blut trinken, Watson. Ja, natürlich, aber haben Sie Ihre Augen gesehen? Natürlich, Watson, was für eine Frage. Ich meine, haben Sie gesehen, wie feurig diese Augen glühten, als sie uns ansah? Haben Sie etwas anderes als feurig glühende Augen bei einer temperamentvollen Südamerikanerin erwartet, die mit hohem Fieber im Bett liegt? Also irgendwie haben mich diese Augen schon sehr an das Vampirbild im Lexikon erinnert, Holmes. Watson, Watson, Sie sollten es sich wirklich angewöhnen, endlich angewöhnen, den Verstand über das Gefühl regieren zu lassen. Nun, das tue ich ja. Sie sollten Ihren Versuch intensivieren, Watson. Danke, Holmes. Es ist doch ganz einfach, Watson. Gehen wir für den Moment davon aus, dass es tatsächlich so etwas wie Vampire gibt. Dann müssen Sie nur all die Dinge, die wir über Vampire in Erfahrung gebracht haben, geordnet zusammenfassen. Und schon können Sie vollkommen sachlich beurteilen, ob wir es bei Mrs. Ferguson mit einem Vampir zu tun haben oder nicht. Also gut, Holmes. Wir wissen, dass Vampire lebendigen Menschen das Blut aussaugen.
Das hat Mrs. Ferguson nach Aussage ihres Mannes getan. Gut, wir wissen aber auch, dass Vampire Tote sein sollen, die das Blut lebendiger Menschen trinken. Kam Ihnen Mrs. Ferguson sonderlich tot vor, als wir gerade bei ihr waren, Watson? Also, ich denke, Sie als Mediziner werden diese Frage sehr viel treffender beantworten können als ich mit meinen bescheidenen medizinischen Laienkenntnissen. Natürlich war sie nicht tot. Die Temperatur, die sie hat, würde sogar ausreichen, um Tote wieder zum Leben zu erwecken. Wenn Sie sich ferner erinnern wollen, stammen die Vampirlegenden aus Ungarn und dem südslawischen Raum. Mrs. Ferguson dagegen stammt aus Peru. Ihre Vorfahren dürften aus den südamerikanischen Anden und dem romanischen Europa stammen. Kulturkreise, in denen traditionell eher wenig von Vampirismus die Rede ist. Aber der Legende nach kann doch jemand zum Vampir werden, wenn er von einem Vampir gebissen wird. Ja, das ist richtig. Allerdings erzählen die Legenden auch, dass Vampire auf den Einfluss von Tageslicht mit sofortigem Zerfall in Asche reagieren. Watson, wir haben Nachmittag. Die Vorhänge im Schlafzimmer sind geöffnet. Und Mrs. Ferguson machte auf mich durchaus nicht den Eindruck, als wäre sie ein Häufchen Asche. Also ist sie kein Vampir? Entweder das oder... Oder? Oder wir haben gerade eine neue Vampirgattung entdeckt, Watson. Den tagaktiven peruanischen Sussex-Vampir. Also Holmes, jetzt nehmen Sie mich aber auf den Arm. Das würde ich niemals wagen, Watson. Dazu sind Sie mir ein viel zu gewichtiger Freund. Ach, Holmes, Holmes. Wer sind Sie? Mein Gott, hast du mich erschreckt. Du musst Jack sein. Ah, man hat Ihnen also schon gesagt, wie der Hauskrüppel heißt. Nein, man hat uns nur gesagt, wie der zweite Sohn des Hauses heißt. Dann muss man Sie falsch unterrichtet haben. Ich bin der erste Sohn des Hauses. Was wollen Sie hier? Man hat uns gebeten, deiner Mutter zu helfen. Meine Mutter ist tot. Der kann niemand mehr helfen. Nein, deiner neuen Mutter. Diese Frau ist nicht meine Mutter. Aha. Und wer ist sie denn? Sie ist die Frau meines Vaters. Ich verstehe. Und außerdem ist sie gefährlich. Gefährlich? Ja, gefährlich. Und warum ist sie gefährlich? Das sollten Sie vielleicht besser die Leute fragen. Welche Leute? Naja, die Dienstboten zum Beispiel. Und was werden mir diese Leute sagen, wenn ich sie frage? Dass mein Vater einen Vampir geheiratet hat und dass man Ausländer nie trauen soll. So. Was machen denn Vampire? Sie beißen Menschen und saugen ihnen das Blut aus. Und du hast gesehen, wie die Frau deines Vaters so etwas getan hat? Nein, gesehen habe ich das nicht. Aber die Leute sagen das. Man sollte nicht immer alles glauben, was die Leute so sagen. Ich bin mir sicher, dass sie nur eine ziemlich böse Krankheit hat. Und dass sie schon bald wieder gesund werden wird. Und warum sollte ich ihnen glauben und nicht den anderen? Eine gute Frage, junger Mann. Ich hoffe, der Leumund deines Vaters wird ausreichend sein. Meines Vaters? Wir sind eben mit ihm aus London gekommen. Vater ist wieder da? Wo ist er? Er ist unten im Salon. Vati! Du liebe Güte, was für ein Bürschchen. Ja, das Zusammenleben mit diesem jungen Mann ist sicherlich nicht für jeden in diesem Haus angenehm. Tja, wer weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht diese Behinderung hätte. So schlimm hatte ich es mir aber nicht vorgestellt. Wir schleppen alle unsere Behinderungen mit uns herum, Watson. Bei einem sind sie sichtbar, beim anderen verborgen. Wie weise, Holmes. Nicht doch, Watson. Aber lassen Sie uns wieder hinuntergehen und unsere Recherchen vorantreiben. Es wird Zeit, dass diese Sache geklärt wird. Da schon alle im Haus Bescheid wissen, dass Mrs. Ferguson ein Vampir ist, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Nachbarn für die verbale Hinrichtung ihres Freundes sorgen. Es war mir ein Rätsel, was Holmes in dieser Sache noch klären wollte. Mrs. Ferguson war kein Vampir. Im Prinzip war das natürlich von Anfang an klar gewesen. Aber nachdem nun mit Hilfe der Holmes'schen Logik auch der letzte durch einen solchen Verdacht hervorgerufene Zweifel ausgeräumt war, schien diese Angelegenheit für mich eindeutig die Sache eines medizinischen Spezialisten zu sein,
Während es für mich also nicht im Mindesten einsehbar war, warum wir noch weitere Recherchen anstellen sollten, schien Holmes, man mag mir diese Formulierung verzeihen, tatsächlich ein wenig Blut geleckt zu haben. Was ihn dazu veranlasst hatte, im traurigen Schicksal der Familie Ferguson nun einen richtigen Fall zu erblicken, war mir zu diesem Zeitpunkt noch verborgen. Aber wie fast immer überraschte Sherlock Holmes mich auch in diesem Fall wieder einmal, indem er Zusammenhänge aufdeckte, an die bisher keiner zu denken gewagt hätte. Du musst dir unbedingt mein neues Experiment ansehen, Fati. Später, mein Junge. Wir haben Besuch. Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson aus London. Wir haben uns bereits bekannt gemacht. Mehr oder weniger. Ich hoffe, Jack war nicht zu schroff zu Ihnen. Gegenüber Fremden ist er manchmal etwas unfreundlich, nicht wahr, Jackie? Ach, nun ja, das ist ja auch verständlich, wenn man plötzlich jemanden im Haus sieht, den man nicht kennt. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mr. Ferguson, würde ich gerne Mrs. Mason noch zu ein paar Dingen befragen. Sei so gut und hol Mrs. Mason, hm? Ja, Fati. Einen ungestümen jungen Mann hast du da im Haus, Robert. Er erinnert mich doch stark an dich, wie du damals so auf dem Spielfeld warst. Ja, aus dem Jungen wäre bestimmt ein toller Rugby-Spieler geworden, wenn er nicht, tja. Wenn er nicht diese Behinderung hätte? Eine fürchterliche Sache. Ein Sturz vom Pferd, als er 6 war, und schon war alles anders. Wir konnten von Glück sagen, dass er es damals überhaupt überlebt hat. Aber wenn man bedenkt, was alles aus ihm hätte werden können... Aber das kann es doch immer noch, Robert. Und offensichtlich tut er einiges, um sein körperliches Gebrechen durch geistige Studien auszugleichen. Ja, er interessiert sich sehr für die Wissenschaften. Ein eifriger Schüler. Aber lassen wir Jack, Mr. Holmes. Sagen Sie mir lieber etwas über meine Frau. Es geht ihr schlecht, Robert. Sie hat sehr hohes Fieber. Aber ist sie... Ein Vampir? Nein, Mr. Ferguson. Ihre Frau ist ebenso wenig ein Vampir wie Sie oder ich. Gott sei Dank. Aber was um alles in der Welt ist dann in Sie gefahren? Ich werde in London ein paar Spezialisten für Geisteskrankheiten kontaktieren, Robert. Ich bin sicher, dass einer davon deiner Frau helfen kann. Ich denke, das wird nicht notwendig sein, Watson. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Mrs. Ferguson auf sehr viel schnellerem Wege werde heilen können als Ihre verehrten Medizinerkollegen. Vorausgesetzt, Sie erlauben mir noch ein paar letzte Nachforschungen, Mr. Ferguson. Aber natürlich. Holmes, wie wollen Sie denn dieser armen Frau ohne medizinische Kenntnisse helfen? Mit meinem Verstand, Watson. Ah ja. Herein. Master Jack sagt, Sie wollen mich sprechen, Mr. Ferguson. Das ist richtig. Jack, du kannst jetzt gehen. Aber Fati, mein Experiment. Ich wollte dir doch noch mein Experiment zeigen. Später, mein Junge, hm? Entschuldigen Sie, dass ich den Kleinen mitbringe, Mr. Ferguson, aber Sie haben mir ja regelrecht verboten, ihn auch nur für einen Augenblick aus den Augen zu lassen. Das ist auch richtig so. Hallo, mein kleiner Sonnenschein. Ich kann ihn doch nehmen, Vater. Danke, Jack, das ist nicht nötig. Mein Gott, was für ein hübsches Kind, Robert. Eine richtige Schönheit. Ja, der Kleine kommt nach seiner Mutter. Aber die blonden Locken hat er von dir. Schauen Sie, Holmes. Ist das nicht ein prachtvoller Knabe? Holmes! Holmes, wo sehen Sie denn hin? Hier sind wir, nicht draußen im Garten. Ich folge dem Geschehen sorgfältiger, als Sie glauben, Watson. Mrs. Mason, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Jack, geh jetzt bitte. Ja, Fati. Aber du denkst an mein Experiment, oder? Ja, später, Jack. Mrs. Mason... Mr. Ferguson sagte mir, Sie hätten vor einiger Zeit beobachtet, wie Ihre Herrin sich am Hals des Babys zu schaffen machte. Jawohl, Sir. Und ob ich das gesehen habe. Sein Blut hat sie getrunken und in die Höhe gehalten hat sie den Kleinen dabei wie ein Opferlamm. Er hat geschrien wie am Spieß. Und ihr ganzer Mund war voll Blut. Hier, die Wunde an seinem Hals kann man jetzt noch sehen. In der Tat. Und wie hat Mrs. Ferguson reagiert, als Sie sie dabei ertappten? Na, angebrüllt hat sie mich und beschimpft mit ihren ausländischen Schimpfwörtern. Wie eine Furie hat sie sich aufgeführt. Mrs. Mason, mögen Sie Ihre Herren? Natürlich, Sir. Warum sollte ich sie denn nicht mögen? Na ja, weil sie eine Ausländerin ist vielleicht. Nein, Sir. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Danke, Mrs. Mason. Ich habe keine Fragen mehr. Sie können gehen, Mrs. Mason. Sehr wohl, Mr. Ferguson. Mach's gut, kleiner Mann.
Tja, ja, du beginnst dein Leben ja auf eine recht ungewöhnliche Weise. Ich denke, es ist an der Zeit, diese Charade aufzulösen. Charade? Holmes, das hier ist doch kein Spiel. Doch, Watson, das ist es. Allerdings ein sehr gefährliches Spiel, bei dem es beinahe einen Toten gegeben hätte. Und wenn wir nicht bald handeln, wird es vielleicht noch einen Toten geben. Sie machen mir Angst, Mr. Holmes. Glauben Sie mir, Mr. Ferguson. Die Angst Ihrer Frau ist noch größer. Ich schlage vor, dass ich Ihnen das Ergebnis meiner Überlegungen in Ihrer Anwesenheit mitteile. Ich bin mir sicher, dass sich Ihr Gesundheitszustand schlagartig bessern wird. Ja, Sie werden ein medizinisches Wunder erleben, mein lieber Watson. Worauf warten wir denn noch? Mr. Ferguson! Robert, geh weg, Robert! Ich will dich nicht sehen! Es hat keinen Sinn, Mr. Holmes. Oh doch! Mr. Ferguson, den hat es. Betty, ich denke, wir brauchen Sie im Moment nicht. Aber... Gehen Sie. Ja, Sir. Mrs. Ferguson. Was wollen Sie? Lassen Sie mich in Ruhe! Mrs. Ferguson, ich weiß, was geschehen ist. Wie könnten Sie das wissen, ohne ein Zauberer zu sein? Oh, das bin ich, Madam. Ein Zauberer des Geistes. Was ist denn nun, Mr. Holmes? Können Sie ihr helfen? Ihrer Frau muss nicht geholfen werden, Mr. Ferguson. Sie ist eine sehr gute, liebevolle und hochanständige Ehefrau und Mutter. Was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, wie vielen Anfeindungen sie in diesem Haus ausgesetzt ist. Wenn Sie mir das beweisen, Mr. Holmes, stehe ich für immer in Ihrer Schuld. Das werde ich tun. Allerdings werde ich Sie dabei in anderer Hinsicht sehr verletzen müssen. Das ist mir egal. Nichts auf der Welt kann so wichtig sein. Oh, Robert, warum kannst du nicht einfach an mich glauben? Wie kannst du nur daran zweifeln, dass ich für uns und unser Baby das Beste will? Wie soll ich das denn glauben nach dem, was ich gesehen habe? Dolores, ich verstehe dich nicht. Mr. und Mrs. Ferguson, ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Darum schlage ich vor, dass ich zunächst zur Klärung dieser Angelegenheit beitrage und Sie beide erst im Anschluss daran Ihre Herzensangelegenheiten diskutieren. Natürlich, Mr. Holmes. Gut. Dann will ich Ihnen den Gedankengang wiedergeben, mit dessen Knüpfung ich bereits in der Baker Street begonnen hatte, als Sie uns von dieser merkwürdigen Angelegenheit erzählten. Dass es sich bei Ihrer Frau um einen Vampir handeln könnte, hielt ich von Anfang an für absurd. Robert, du hältst mich für einen Vampir? Was immer man grundsätzlich von der Existenz solcher Wesen halten mag, in der kriminellen Landschaft Englands sind sie in meiner langjährigen Praxis als Detektiv noch nie aufgetaucht. Aber ich habe doch gesehen, wie Sie haben gesehen, wie Ihre Frau mit blutverschmierten Lippen am Bett Ihres Kindes saß und Blut aus seinem Hals sog. So ist es. Und dabei ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen, dass es auch andere Gründe für das Aussaugen einer Wunde geben könnte als die plötzliche Verwandlung in einen Vampir? Aber was sollte das denn für ein Grund sein? Eine Schlange. Eine Schlange? Aber natürlich. Bei einem Schlangenbiss saugt man das Gift aus der Wunde, damit es nicht in den Blutkreislauf gerät. Nicht schlecht, Watson. Aber in diesem Teil Englands gibt es keine giftigen Schlangen. Ja, aber in Südamerika. Vielleicht hat Mrs. Ferguson sich etwas aus ihrer alten Heimat schicken lassen und die Schlange hat sich in der Überseekiste versteckt. Sie sind ganz nah an der Wahrheit, Watson. Ganz nah. Allerdings haben Sie dabei nicht berücksichtigt, dass Mrs. Ferguson zweimal zu unterschiedlichen Zeiten gesehen wurde, wie sie eine Wunde des Kindes aussaugte. Ja, ja. Eine zufällig eingeschleppte Giftschlange, die eine Vorliebe für die Hälse von Kleinkindern hat und jeden anderen Hals im Haus verschmäht, erscheint mir doch etwas sehr weit hergeholt. Müssen Sie zugeben. Ja, ja. Ja, aber... Außerdem wäre es doch recht unwahrscheinlich, dass man sie bis jetzt noch nicht entdeckt hat, oder? Ja, also was dann? Mr. Ferguson, erinnern Sie sich an mein Interesse für Ihre Waffensammlung im Salon? Natürlich, aber was hat das denn mit meiner Frau zu tun? Sie erinnern sich auch an mein Interesse für den südamerikanischen Teil dieser Waffensammlung? Natürlich, aber... Kennen Sie sich mit den Waffen der südamerikanischen Naturvölker aus, Mr. Ferguson? Nein. Holmes, was soll denn das? Nun, Mr. Ferguson, Ihre Frau tut es. Es gibt in der Heimat Ihrer Frau Völker, die ihre Pfeile mit Gift tränken. Präzise gesagt... Mit dem Gift, das aus der Rinde eines im Amazonasgebiet einheimischen Baumes gewonnen wird. Curare.
Curare? In der Tat, Watson. Ich bin mir sicher, dass sich in einem der Köcher unten im Salon vergiftete Pfeile befinden. Oder dass sich dort, zumindest bis vor nicht allzu langer Zeit, welche befunden haben. Aber woher hätte denn das jemand wissen sollen? Außer ihrer Frau. Und jemandem, der es ausprobiert hat. Denn dass er es ausprobiert hat, ist offensichtlich. Nein. Also für mich ist das alles andere als offensichtlich. Der Beweis hat Ihnen noch vor ein paar Minuten zu Füßen gelegen, Watson. Wie bitte? Er hört auf den Namen Carlo. Der Hund? Der Hund. Ich glaube nicht eine Sekunde daran, Mr. Ferguson, dass Ihr Hund an einer Rückenmarksentzündung leidet. Sie selbst sagten, dass seine Lähmung ganz plötzlich vor ein paar Wochen einsetzte. Also kurz bevor Sie die merkwürdige Veränderung im Charakter Ihrer Frau bemerkten. Und bevor Mrs. Mason Sie das erste Mal blutsaugend am Hals des Babys beobachtete. Ich bin mir sicher, Mr. Ferguson, dass an Ihrem Hund die Wirksamkeit des Gifts überprüft wurde, ehe man versucht hat, Ihr Baby zu vergiften. Vergiften? Ja, Mr. Ferguson. Jemand hat mit den vergifteten Pfeilen das Baby verletzt, um es zu töten. Und Ihre Frau, die diese Tat mit ansah und um die Gefährlichkeit des Gifts wusste, tat das Einzige, was man in einer solchen Situation nur tun kann. Sie saugte die Wunde aus. Hätte sie es nicht getan, wäre das Kind binnen weniger Minuten gestorben. Habe ich recht, Mrs. Ferguson? Ja, Mr. Holmes, das haben Sie. Nebenbei bemerkt, hat sich Ihre Frau dadurch selbst in Lebensgefahr gebracht, Mr. Ferguson. Curare ist nämlich auch giftig, wenn man es schluckt. Wahrscheinlich ist das der Grund für ihr Fieber. Wobei die Angst um das Kind sicherlich auch zu dieser Krankheit beigetragen hat. Denn nachdem Sie Ihrer Frau den Umgang mit dem Baby untersagt hatten, gab es natürlich, mangels Kenntnis der vergifteten Pfeile, niemanden mehr, der es bei einem weiteren Anschlag hätte retten können. Mein Gott, aber wer kann so etwas tun und warum? Und warum, Dolores, warum um alles in der Welt hast du mir das denn nicht gesagt? Aus demselben Grund, aus dem ich es dir auch jetzt nicht sagen kann, Robert. Was? Ich verstehe nicht. Aber ich, Mr. Ferguson, Ihre Frau konnte Ihnen nicht die ganze Wahrheit sagen, weil sie Angst hatte. Sie hatte Angst, dass es Ihnen das Herz brechen würde, wenn Sie erfahren, dass Ihr eigener Sohn versucht, das Baby zu töten. Jackie? Der Junge? In der Tat. Master Jackie. Ich habe ihn vorhin beobachtet, als Sie das Baby auf dem Arm hatten, Mr. Ferguson. Sein Gesicht spiegelte sich in der Fensterscheibe. Und was ich darin sah, waren Eifersucht und eiskalter Hass. Ja, ich muss es sagen, in einer Form, wie ich sie nur selten in einem menschlichen Gesicht gesehen habe. Jackie? Oh mein Gott! Ich kann es nicht glauben! Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Mr. Ferguson. Aber warum nur, warum? Er ist doch mein Kind, mein Großer. Ich liebe ihn doch genauso wie das Baby. Aber Jack sieht es nicht ein, dass er ihre Liebe teilen soll. Noch dazu mit einem so prachtvollen Knaben, der alle Herzen im Sturm erobert und dessen Schönheit und Gesundheit einen so bitteren Kontrast zu seiner Behinderung darstellt. Ich habe Ihren Sohn erlebt. Und ich glaube, dass sein Verhalten sehr stark variiert gegenüber Menschen, die er mag und denen, die er nicht mag. Sie, Mr. Ferguson, liebt er abgöttisch. Ihre Frau und das Kind dagegen... Dolores, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Ja, Robert. Du weißt, dass Jack und ich uns nie sehr gut verstanden haben. Aber als dann das Baby da war, habe ich von Anfang an Böses geahnt. Und als ich sah, wie er mit dem Pfeil das Baby... Wie hätte ich dir das denn sagen können, Robert? Lieber hätte ich mir die Zunge abgebissen, als dir so weh zu tun. Das ehrt Sie zwar, Madame, aber wenn Sie gestatten, es war nicht sonderlich klug. Weil Sie nicht geredet haben, hatte Ihr Stiefsohn Gelegenheit zu einem zweiten Tötungsversuch. Und wer weiß,
wie viele es noch gegeben hätte, wenn Mrs. Mason von ihrem Mann nicht die Anweisung erhalten hätte, das Baby nicht aus den Augen zu lassen. Wenn auch aus einem anderen Grund. Ich dachte, wenn ich die Pfeile vernichte, aber Jack hatte sie versteckt. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen, aber alle Prügel hat nichts genutzt. Ich habe Verständnis für Ihre Züchtigungsmaßnahmen, Mrs. Ferguson. Allerdings lässt sich die Vernunft eines Menschen nur in den seltensten Fällen durch Prügel wecken. Ich würde Master Jackie eher ein Jahr am Meer mit strengen Studien verordnen. Vielleicht keine schlechte Idee, Mr. Holmes. Jetzt muss ich allerdings erst wieder zu Sinnen kommen und dafür sorgen, dass dieses Kind keinen weiteren Schaden anrichten kann. Betty? Betty? Jack, du hast doch nicht etwa gelauscht? Ich werde nicht zulassen, dass ihr mich fortschickt, Vati. Herbert, pass auf! Er hat einen von den Pfeilen. Jack, du hast mich sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Gib mir diesen Pfeil. Nein! Jack, du wirst auf der Stelle tun, was ich dir gesagt habe. Gib den Pfeil her. Nein! Jack! Seien Sie still! Sie sind an allem schuld. Ohne Sie wäre das alles nie herausgekommen. Holmes, passen Sie auf! Jack, du bist ein äußerst kluger junger Mann. Aber du musst noch lernen, deinen Verstand sinnvoll zu nutzen. Mord, mein Junge, ist niemals sinnvoll. Das ist mir egal. Weißt du, was man mit Mördern macht, Jack? Man hängt sie auf. Du solltest es dir also gut überlegen, ob du mich mit dem Pfeil tötest. Ich will nicht aufgehängt werden. Dann gib mir den Pfeil. Da. Ach, Gott sei Dank. Ja. Gott. Jack, was ist nur los mit dir? Sei mir nicht böse, Vati. Ich liebe dich doch. Sie haben gerufen, Mr. Ferguson? Ja, Betty. Bringen Sie Master Jackie in sein Zimmer und schließen Sie ihn ein. Jawohl, Sir. Vati, bitte sei mir nicht böse. Bitte, Vati. Und sagen Sie Mrs. Mason, dass sie das Baby herbringen soll. Es wird Zeit, dass der Kleine endlich seine Mutter wieder sieht. Und sie ihn. Oh, Robert. Dolores, ich habe einen großen Fehler gemacht. Wie konnte ich dir nur so sehr misstrauen? Wirst du mich jemals wieder lieben können? Ich habe niemals damit aufgehört. Watson, ich denke, es ist höchste Zeit für uns zu gehen. Liebesdramen fallen noch weniger in mein Metier als Vampire. Und nach dieser Angelegenheit hier habe ich dringend einen richtigen Fall nötig. Ach, Holmes, Holmes, sehen Sie die Dinge nicht so negativ. Sie haben einem Paar die Liebe zurückgegeben und eine junge Verbrecherkarriere im Keim erstickt. Ich finde, das ist ein ganz beachtliches Ergebnis. Danke für das Kompliment. Aber ich bin Detektiv Watson und weder Ehe- noch Lebensberater.